Willkommen Reisende, wir sind in Nordic Ashes, spielen heute Missing. Oh, in Alfheim auf Expertenmodus. Und ich habe hier schon jetzt, also gerade eben gestartet, unsere drei Anfangslevel einmal hier reingesteckt, Angriffsgeschwindigkeit, und dann uns direkt die Waffe hier geholt. Ich habe immer neu gestartet, bis wir halbwegs coole Sachen hatten. Wir haben jetzt hier zweimal Bereich, den wir erhöhen können, was gut für die Karten ist. Und wir haben hier noch den Vogel. Den werden wir jetzt erstmal gucken, was es hier an Altaren gibt. So, wir haben schon den Kristall. Dann gehen wir mal runter zu den Roten. Was die uns bringen. Eine Schatztruhe. Können wir schon mal direkt mitnehmen. Einmal ein bisschen leveln. So, jetzt müssen wir dann gleich erstmal auf Schaden gehen. Dass wir das auch überleben. Starten mit dem Tarot-Deck, das upgraden wir aber gar nicht. Wir holen uns jetzt hier einmal Schaden und holen uns direkt die Karten. Nehmen wir noch einmal Bewegungsgeschwindigkeit und dann werden wir uns erstmal die Karten aufleveln. Einmal gucken, was wir hier an Sachen zum Einsammeln haben. Nehmen den einmal mit. Ah, hier bekommen wir ein Erz. Das ist schon mal sehr gut. Können wir gut gebrauchen auf Expertenmodus. So, ein bisschen upgraden. Natürlich kriegen wir keinen Schaden, weil es wäre ja auch schön, um wahr zu sein. Weil, wie wir ja wissen, müssen wir immer 20 Mal pro Waffe neu rollen. So, dann gehen wir jetzt weiter.
Hier haben wir eine Schatzkiste. Wir gucken aber erstmal nach den anderen. Hier haben wir einen Pilz für 5 Gold. Können wir ja gleich mal gucken, was der macht. Und scheinbar macht der Gift. So, hier ist der Rote. Aber da verlieren wir wieder nur ein Leben. Das ist gerade noch nicht so gut. Oh. Der Pilz hier ist super. Ich spiele ganz im Ernst. Ich habe geguckt, dass wir ein paar gute Fähigkeiten bekommen. Das ist natürlich nicht der Fall, egal wie oft wir neu starten. Wir spielen jetzt mit denen, die wir hier haben. Probieren es einfach. Ein Zauberbuch, Schwert und Blitz oder den Vogel, den wir nehmen können. Wir werden nur Blitz nehmen. Nehmen wir nochmal Bereich. So, haben 2 Münzen. Ja, der ist letzter Rotz. Dafür geben wir unser Geld nicht aus. Und jetzt, dass wir hier ein bisschen Gold für den Laden zusammenbekommen. Oh, hier Bewegungsgeschwindigkeit, das ist sehr gut. Das nehmen wir direkt mit. Müssen wir jetzt nur mal gucken, dass wir lang genug leben. Dass wir hier genug getötet bekommen. Oh, das sieht jetzt aber gar nicht so gut aus. Ja, fick dich halt, Spiel, ey. Willkommen Reisen, wir sind Nordic Ashes, spielen Missing auf Expertenmodus in Alfheim mit den Fähigkeiten hier. Wir holen uns wohl als erstes den Bogen. So, gucken wir, was uns die Altare bringen. Haben wir den Bogen der Jägerin. Bewegungsgeschwindigkeit, sehr gut. Und wir haben die Superfähigkeit von der alten Helga. Die ja bei jedem Benutzen stärker wird. Über die Dauer, in der sie aktiv ist. Und der Bogen ist meiner Meinung nach sowieso immer noch der beste Waffe. Warten wir auch direkt auf. Wir brauchen natürlich noch mehr Projektile und ein bisschen mehr Schaden. Jetzt haben wir hier wieder 2 kleine Mini-Bosse. Mal gucken. Hm.
mehr Schaden, mehr Schaden. Projektile, Projektile. Schaden und Projektile. So muss das. Da haben wir eine Schatzkiste bekommen. Jetzt müssen wir hier aber einmal durch. Ja, was nehmen wir da? Ja, wir nehmen mal Angriffsgeschwindigkeit mit. Oh, hier ist auch eine Schatzkiste. Ja, nehmen wir Geschossgeschwindigkeit. Oh. Ah, jetzt haben wir erstmal die Schuhe. So. Stock holen wir uns nicht, da wir sonst aufgehen. So. Hier ist der Kristall. Kommen wir hier. Oh nein. Oh, wir brauchen irgendwie einen Heiltrank. So. Gucken, dass wir das gleich eingesammelt kriegen. So. Da ist ein Heiltrank. Hm. Oh, ah, super. Den habe ich nicht gesehen. Neu gestartet immer. So, wir haben jetzt die Fähigkeiten, Karten und den Bogen. Wir werden als erstes jetzt an den Karten aufwerten. Gucken, was uns die Schreine bringen. Ah ne, Altare, nicht Schreine. Hier bekommen wir eine Schatzkiste. Und natürlich ist wieder nichts in den Kisten. Das kennen wir ja schon. Läuft. Was das war, unsere Herzen vermehren, wäre sehr super. Müssen wir mal sehen. Jetzt kommt wieder einer, der hier so Scheiße wirft. Jetzt da noch ein Baum. Mal aufwerten. Auch keine so.
Also wir müssen noch gucken, dass wir die Karten irgendwie schneller schießen können. Weil sonst wird das hier nichts. So, den haben wir getötet. Müssen nur auf den Baum wieder aufpassen. War das direkt noch einer. Boah, zwei Bäume und so ein Feuerding, ey. Gott, Alter. Ja. Echt jetzt. Aber wir haben immer super Glück in diesem asozialen Scheiß hier. Wenn jetzt hier erstmal uns Karten freischalten. So. Dann gucken wir, was uns die Altare bringen. 15 Gold für eine dreckige Schatzkiste, das lassen wir. Können wir lieber im Laden ausgeben, hier. Da kriegen wir wenigstens direkt ein Leben mehr. Das ist sehr gut, da wir sonst hier instant drauf gehen. So, jetzt gucken wir mal hier. Das gibt Gold. 50 Gold, das können wir super für den Laden gebrauchen. Nur zusehen, dass wir gleich dann den Schaden ordentlich hochkriegen. Und schon kommen die Minibosse. Die Fähigkeit von denen ist so für einen Arsch am Anfang im Spiel. Ist, wir kriegen sie am Anfang noch nicht getötet. Also nicht so schnell. Was sehr schlecht ist. Okay. Wir gehen gleich hops. Geheilt. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, Schaden erhöhen ist immer gut. So. Projektile, Schaden. Schaden. Ja, echt jetzt. Und er wechselt nur zwischen den beiden, oder was? Fick die Spiele, ey, ganz im Ernst. Und wegen jener Wahrscheinlichkeit. Scheiß da. Über die Hälfte der Level gehen jedes Mal drauf, nur zum neu würfeln, ey. Ich hab super Glück in dem Spiel, ihr könnt kotzen. Als würde es nicht reichen, dass ich schon 50 Mal neu anfangen musste, nur um halbwegs vernünftige Fähigkeiten zu bekommen. Scheiße, ey. Ey, gehen die mir auf den Sack, die Viecher. Ja, klar, uns hat nichts berührt und wir kriegen Schaden. Mal gucken, wird ja weiterlaufen hier mit Müll. Klar.
So. Alter. Na? Bild uns ein dämlicher Punkt. So. Das Gold bekommen. Hier noch ein paar Erfahrungspunkte einsammeln. Also ich habe eben Dingens gehört. Ein Heiltrank. Wo liegt hier ein Heiltrank rum? Hier haben wir erstmal eine Kiste. So, hier oben ist ein Heiltrank. So. Reicht der Schaden nicht. Oh Mist. Zusehen, dass wir einen Schaden noch hochkriegen. Also den hier holen wir uns nicht den Stein. Also zur Zeit, da wir sonst tot sind. So. Was hatten wir denn noch? Ja, 15 für eine Goldkiste. Ja, ist klar. Will ich Latte, ob du S drückst? Das ist ja ein Scheiß. Ich habe jetzt hier auch nach 50 Versuchen Schnauze voll. Nehmen hier Drecks Upgrades, Arten. Und dann hier hinten können wir noch mehr Bereich nehmen. Dann gucken wir jetzt, was für einen Scheiß wir hier wieder nicht kriegen. Als wir irgendwann hinkommen. Oh. Eine Zwille. Wow. So, was bringt der andere hier, außer dass er uns tötet? Ein Drecksstock. Brauchen wir gar nicht. So. Haben wir hier noch zwei dümmliche für Gold. Gehen wir gleich hin, holen uns hier erstmal ein paar Kisten. Heute noch. Gucken wir, was die hier bringen. Oh, eine Schatzkiste, in der nur Müll ist. Gut. Lassen wir direkt. Da haben wir nur. Das hier ist gut. Müssen wir nicht so weit laufen, jedes Mal, um die Scheiße einzusammeln. Charakter ist der letzte Scheiß. Viele. So. Oh ja, hier Baum und der andere Dödel, ey. Beide auf ein. Ja, klar. Die machen so gar keinen Schaden. Wo ist der dumme Baum? Das war schon wieder gegenlaufen. Fick dich! Uhrenspiel. Wir spielen den asozialen Missing hier. Auf Hardcore in Alfheim. Und den Schwachsinn hier bekommen. Ich nehme jetzt hier als erstes einmal nämlich Erfahrungspunkte. Tun uns den Bogen. Das ist die einzige Waffe, die ich jetzt noch über 50 Versuche bekommen habe, dieses Sinn ergibt, Alter, und Schaden macht. Halt froh, dass ich die anderen Versuche gelöscht habe. Eh gesperrt worden. Ne. Nur am Rummeckern gewesen. So. Das hier auch noch. Gleich zwei Ringe.
Den ganzen anderen Versuch habe ich nicht eingesehen, aber okay. So, hier, das Ding kann uns angeblich heilen. Kannst du hinkommen? Ist nicht wahr jetzt hier. So. Dann gucken wir mal, der uns hier bringt. Ein Stein. Echt jetzt? Ein Stein. Gut. Nehmen wir nicht. So, was gibt's hier oben für Gold? Man ist jetzt immer weiter weg, oder was? So, einen komischen Pilz. Ahnung, was der Scheiß macht. Oh, eine Schatzkiste für Müll. Müssen mal irgendwie was upgraden hier. Ja, natürlich bekommen wir nicht das, was wir brauchen. Das ist ja klar. Ja, ja. Das Spiel kann mich am Arsch lecken, echt jetzt. Über 50% der Level gebe ich für neue Würfeln aus. Ja, das Scheiße hier. Wir machen so gar keinen Schaden. Wir töten auch nichts, also können auch nichts einsammeln, sind zu weit entfernt. Und gehen direkt gleich wieder drauf. Hey, 1000 Versuche später. Ich lasse nämlich das Spiel am Arsch lecken, ey. Es aufnehmen will, klappt gar nichts. Ja, fick dich, Spiel, echt. Oh, direkt eine Münze. Wollen wir mal gucken, was hier so gibt. Haben wir erstmal ein Herz. Dass wir halbwegs gute Upgrades bekommen. So, alles einsammeln.
gucken, was wir jetzt hier noch an den Schreinen haben. Ja, dann nehmen wir einen Abpraller. Ja, hä? Cool, wir hatten ein Herz und sind trotzdem tot. Gibt gar keinen Sinn. Weil wir haben ja das Herz gerade aufgefüllt. Etwas seltsam, aber naja. So. Werden wir dann morgen mal gucken, was für Monster es dann in der neuen Map gibt. Und vor allen Dingen gibt es dann bestimmt, denke ich mal, auch neue Gegenstände für die neue Map. Das einsammeln. Oh, da ist wieder ein Baum. So. Ah, cool. Läuft ja wieder super. Hinkommen. Wir brauchen Projektile und Schaden, ey, kann nicht wahr sein.
der läuft auch wie immer super. Müssen nur 100 mal neu anfangen. Weil wir ja nie die Fähigkeiten bekommen, die wir brauchen. Das wäre ja Wahnsinn. Und selbst nach 20 mal neu rollen, bekommen wir ja nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, bei euch läuft das anders. Dass ihr nicht so viel neu würfeln müsst. Natürlich kommen wir jetzt nicht dahin, wo wir hin wollen, weil war zu gut. Ja, der ist der letzte Schmutz hier. Brauchen wir gar nicht. Die Hurenspiele, Alter. Keine Ahnung. Läuft sonst immer super. Wenn man aufnimmt, läuft gar nichts. Seht ihr hier, was ist das für eine Scheiße?
Und natürlich springt er von Schaden weg und nicht. Ja. Ey, komm, fick dich ganz so wärm. Ey, cool, 15 Münzen, wir haben eine. Jetzt kommt dieser Feuerheini wieder. Super. Oh, wie mir dieser Feuerheini auf den Sack geht, ne? Ja, wir brauchen Schaden und Projektile, aber warum auch? Ihr habt bestimmt sau Glück da beim Rollen, dass ihr einfach gar nicht neu würfeln müsst oder so. Natürlich schön. Macht das Spiel auch entspannter, aber hier, wenn du nur Scheiße kriegst. Die Erfahrungspunkte nicht mal einsammeln, Alter. So, wer weiß, wie oft wir jetzt noch neu würfeln dürfen. Ey, komm, ja, fick dich doch, du.